dass wir... Shepard, ich habe den Bereich gescannt, kann aber keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mechs und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Genau. Das sind die Dinge, die ich tun will. Ich will hier ein bisschen Sabotage betreiben. Während die... Brauchen Sie was? Führen Sie Eclipse an? Haben Sie das ganz alleine rausgefunden? Ich bin Jareth, Anführer von Eclipse auf Omega. Was wollen Sie? Das Hauptaugenmerk des Angriffs liegt also auf dem Infiltrationsteam? Es ist Tareks Plan, nicht meiner. Er will nicht noch mehr Männer verlieren, darum schickt der freischaffende Visier an die Front. Archangel kann nirgendwo hingehen, also wird es nicht schaden, es mal zu versuchen. Wer weiß, vielleicht haben Sie ja Glück. Sie verstecken sich also einfach hier, während die Freischaffenden draufgehen. Ganz genau. Sie werden dafür bezahlt, ihn zu beschäftigen. Mehr nicht. Ob sie überleben oder nicht, liegt ganz an ihnen. Mhm. Warum ist Eclipse überhaupt auf Omega? Wenn ihnen so viel daran liegt... Eclipse kontrolliert etwa 20% von Omega. Unsere Transporter und Mechs halten das E-Zero in Bewegung. Klingt sehr organisiert. Eclipse ist eine gut geölte Maschine. Aber Omega ist alles andere als organisiert. Es ist ein ständiger Kampf um die Kontrolle. Und plötzlich taucht dieser Archangel auf und macht alles noch komplizierter. Warum macht Archangel Ihnen so viel Ärger? Fragen Sie ihn. Ich bin nur hier, um so viel Kohle wie möglich zu machen. Wir sind nicht nach Omega gekommen, um von Gesetzen und Vorschriften eingeschränkt zu werden. Er wird es noch bereuen, jemals nach Omega gekommen zu sein. Das verspreche ich Ihnen. Klingt, als wäre es was Persönliches. Er hat letzten Monat einen meiner Transporte überfallen und zwei meiner besten Agenten getötet. Einer von ihnen war mein Bruder. Ja, verdammt, es ist was total Persönliches. Ja, ja, okay. Was wissen Sie über Archangel? Seine Lebenserwartung sinkt rapide. Ist das alles? Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Sehen Sie sich um, dann erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Er ist klug, er ist einfallsreich und er ist gefährlich. Aber wir haben ihn in die Enge getrieben. Er wird uns nicht mehr lange zum Narren halten. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie weiterhelfen? Woher ist er gekommen? Wer ist er? Das wussten nicht mal seine Leute. Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir seine Leiche haben. Obwohl es dann eigentlich schon egal ist. Ich gehe dann mal. Gute Idee. Okay. Ja, alle alle Gruppen arbeiten hier zusammen, um Archangel auszuschalten. Er scheint halt eine echte Maschine zu sein. Genau den Typen, den wir rekrutieren wollen. Ja, da gehen wir gleich hin. Hab mich so freundlich begrüßt. Ein bisschen Credits. Freund-Feind-ID umgehen. Aha, da haben wir was Schönes. Jetzt muss ich nur kurz gucken, ob ich das noch hinkriege. Zack, zack. Zack, zack. Parameter neu konfiguriert. Okay, also das müsste sie ausbremsen. Gut gemacht. Das heißt, jetzt alles angreifen, einschließlich der Söldner. Völlig richtig. Aber ich freue mich drauf, den in Action zu sehen, wenn die Falschen attackiert. So böse. Von wegen vorbildlich. Entschuldigung. Es ist nicht okay, dass ich das cool finde. Ja, chill doch mal. Sie sind am falschen Ort, Freischaffender. Ja, dann bis dann. Nein, Spaß. Ich will hier reden. Sind Sie der Anführer des Blood Pack? Gorm heiße ich. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ich sitze hier fest und warte, bis Sie und die anderen Freischaffenden mit dem Kriegsspielen fertig sind. Stellen Sie Ihre Fragen und dann gehen Sie. Wann greift das Blood Pack an? Der verdammte Tarek will, dass wir warten. Ich hasse warten. Aber er sagt, die Suns hätten einen Plan und wollen nicht, dass wir ihnen in die Quere kommen. Ah. Wir sollen warten, bis Eclipse seine Max schickt. Mal sehen.
Warum ist das Blood Pack auf Omega? Wir sind die Eingreiftruppe auf dieser verdammten Station. Wenn Sie Schutz brauchen oder jemand verschwinden soll, sollten Sie mit uns reden. Das Blood Pack ist überall auf Omega. Alle lieben uns. Und alle hassen uns. Ich glaube, Archangel hasst eigentlich nur Sie. Er ist ein verspanntes Arschloch und mir ist völlig egal, was er von mir hält. Aber er kostet mich Männer und ist schuld daran, dass ich für mein Sold arbeiten muss. Ich werde ihn heute aus dem Verkehr ziehen. Warten Sie es nur ab. Ich bin der Einzige, der schon mal einen Zweikampf mit ihm ausgetragen hat. Dann kannst du mir doch mehr erzählen zu ihm, oder? Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein gewaltiges Ärgernis. Er ist ein Turianer, also noch ein Stück hässlicher als Sie. Und er ist tapfer, bis ihm klar wird, dass man mehr auf dem Kasten hat, als er dachte. Klingt, als hätten Sie Erfahrungen am eigenen Leib gemacht. Er hat mal versucht, mich fertig zu machen. Hat gewartet, bis ich allein war. Es war der längste Kampf meines Lebens, aber ich konnte ihn in Schach halten, bis meine Männer aufgekreuzt sind. Danach war er nicht mehr so knallhart. Wir haben ihn über halb Omega gejagt. Fast hätte ich ihn gehabt. Aber der schmierige Mistkerl konnte entwischen, bevor wir ihn in Gewahrsam hatten. So viel dazu. Das heißt, er hätte gewonnen, wenn er seine Verbündeten nicht gekriegt hätte. Wurde aber auch Zeit. Also, Blood Pack ist Krugana und Vorcha, ne? Also... einfach Personen, ne? Kämpfer. Dann haben wir noch Max. Okay. So, jetzt haben wir unseren Einkauf schon fast wieder refinanziert. Ich nehme noch die Munition mit hier, ne? Passt schon, oder? Da pfeifen immer wieder mal ein paar Kügelchen durch. Den will ich eigentlich noch beschädigen. Ich suche Sergeant Kefka. Ich auch, Kumpel. Er ist da drüben und arbeitet an dem Jäger. Wir gehen über die Brücke, wenn er den Befehl erteilt. Reden Sie mit ihm, wenn Sie meinen. Aber ich hab's nicht eilig. Ich komme gleich wieder. Viel Glück. Vorsicht! Das ist Archangel. Nice. Kafka? Sergeant Kafka. Sie müssen die Gruppe sein, die Sorki erwähnt hat. Sie kommen genau rechtzeitig. Sorki? Sie haben ihn getroffen, als sie abgesetzt wurden. Er hat über Funk durchgegeben, dass sie kommen. Sie drei unterscheiden sich deutlich von den meisten anderen Freischaffenden. Wie auch immer. Das Infiltrationsteam gibt in Kürze das Signal. Archangel wird nicht mal merken, was ihn erwischt. Irgendwelche Fragen? Jetzt ist vermutlich die letzte Gelegenheit dafür. Geben Sie uns mit dem Jäger Deckung. Ha, Tarek ist der Einzige, der damit fliegt. Außerdem ist er noch nicht so weit. Dieser Mistkerl von Archangel hat ihm beim letzten Einsatz übel mitgespielt. Noch ein paar Handgriffe und er ist wieder wie neu. Warum koordinieren Sie den Angriff und reparieren Jäger? Ich gehöre zur Infiltrationsgruppe. Unser Team arbeitet mit dem Jäger zusammen. Ich organisiere hier die Freischaffenden und sorge dafür, dass der Jäger einsatzbereit ist, wenn er gebraucht wird. Unser Plan lautet also einfach unbeirrt nach vorne zu laufen, immer in Richtung Archangels Gebäude? Und dabei nicht zu schnell umgelegt werden. Die Ablenkung funktioniert nur, solange Sie am Leben bleiben. Sie müssen es ja nicht bis ganz rüber schaffen. Sorgen Sie nur dafür, dass Archangel auf die Brücke achtet. Den Rest übernimmt das Infiltrationsteam. Wie kommt das Infiltrationsteam an Archangel ran?
Sie haben zwei Optionen. Sie erwischen ihn im Nahkampf und erledigen den Mistkerl von Angesicht zu Angesicht. Falls das nicht klappt, haben Sie Sprengladung. Dann brauchen Sie etwas Zeit, um sie scharf zu machen. Okay. Die Brücke ist also der einzige Zugang? Zumindest solange der Jäger außer Gefecht ist und die Sprengeinheit noch an den Tunneln arbeitet. Sehen Sie, wir haben einen Plan. Es ist nicht nötig, dass Sie hier mit revolutionären neuen Ideen ankommen. Tun Sie einfach Ihren verdammten Job, kassieren Sie Ihre Credits und hauen Sie dann wieder ab. Hey, sorry. Führen Sie den Angriff an? Tarek bezahlt mich nicht fürs Kämpfen. Ich plane nur die Angriffe und repariere den verdammten Jäger. Freischaffende wie Sie haben das Privileg. Ziel ist in Sicht. Es geht los. Roger, Bravo Team. Los, los, los. Ich bin noch nicht so weit. Ich hatte da noch einen anderen Raum. Auf Archangel wartet eine ordentliche Überraschung. Aber das heißt, dass ich jetzt weitermachen muss. Ich muss ihn wieder auf 100% Leistung bringen, bevor Tarek beschließt, dass er ihn braucht. Zur Abwechslung muss man auch mal was Böses tun. Sie arbeiten zu. Sieht nicht so aus, als würde Archangel noch viel Zeit bleiben. Wir legen besser los, wenn wir ihm noch helfen wollen. Wir bereiten diesem Kerl selbst eine Überraschung. Ach Kacke, ich wollte in den einen Raum noch reingehen. Da gab's noch einen Raum, den habe ich verpasst. Ist da was Wichtiges drin, Chat? Das ist die Schrotflinte, by the way. Weiß das jemand, Chat, ob da in dem Raum noch was Wichtiges drin gewesen wäre? Dem einen, den ich jetzt verpasst habe? Das ärgert mich ein bisschen, dass ich hier nicht entscheiden konnte, wann es losgeht. Ja, Feuer eröffnen. Das könnte nützlich sein. Ich will noch kurz den ganzen Loot mitnehmen, wenn ich schon hier bin. Ich würde immer sagen, die Schrotflinte weiß, was sie tut. Lul. Archangel? War schön, dich zu sehen, Garrus. Garrus, was machen Sie denn hier? Ich will im Training bleiben und veranstalte deshalb Zielübungen. Sind Sie in Ordnung? Es ging mir schon besser, aber es tut gut, mal ein freundliches Gesicht zu sehen. Söldner beseitigen ist ein harter Job. Vor allem ganz allein. Was machen Sie hier draußen auf Omega? Ich hatte die Schnauze voll von dem ganzen bürokratischen Müll auf der Citadel. Ich dachte, alleine könnte ich mehr bewirken. Zumindest ist es kein Problem, hier Verbrecher zu finden. Ich muss nur auf irgendjemanden zielen und abdrücken. Wie ist es Ihnen gelungen, jede Söldnerorganisation in den Terminus-Systemen so schrecklich wütend zu machen? Es war nicht leicht. Ich musste hart dafür arbeiten. Ich bin erstaunt, dass Sie sich zusammengetan haben, um mich zu bekämpfen.
Sie müssen mich wirklich sehr hassen. Seit wann nennen Sie sich denn Archangel? Den Namen haben mir die Einheimischen gegeben. Wegen meiner vielen guten Taten. Ich mag ihn, aber bitte, für Sie reicht einfach Garrus. Sie haben mich übrigens ein paar Mal ganz ordentlich erwischt. Nur Betäubungskugeln, ohne Schaden. Aber die Söldner sollten nicht misstrauisch werden. Aha. Wenn ich nicht nur ihre Schilde hätte ausschalten wollen, hätte ich das auch getan. Außerdem haben sie sich sehr viel Zeit gelassen. Ich musste sie in Bewegung bringen. Also, reingekommen sind wir. Aber das Rauskommen wird bestimmt nicht ganz so leicht. Nein, wird es nicht. Diese Brücke hat mein Leben gerettet, weil all diese dämlichen Idioten genau in mein Schussfeld gelaufen sind. Aber andersrum funktioniert's genauso. Sie pulverisieren uns, wenn wir es auf dem Weg versuchen. Wir können nicht bloß rumsitzen und warten, bis sie herkommen. So schlimm ist es gar nicht. Bis jetzt konnte ich sie von hier fernhalten. Und jetzt, wo wir zu viert sind. Ich schlage vor, wir halten die Stellung, warten auf eine Schwäche in ihrer Verteidigung und nutzen dann unsere Chance. Es ist kein perfekter Plan, aber es ist ein Plan. Wie konnten Sie nur in so eine Lage geraten? Meine Gefühle waren meinem gesunden Menschenverstand im Weg. Ist eine lange Geschichte. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bringen mich lebend hier raus, dann erzähle ich Ihnen alles. Menschenverstand? Okay. Die Haare richten. Let's go. Also gut, alle bereit machen. Sie werden bald hier sein. Ja, mit Sicherheit. Mal sehen, was sie vorhaben. Sie scheinen zu wissen, dass ihr Infiltrationsteam versagt hat. Sehen Sie selbst, Speer. Eclipse würde ich meinen. Yep. Das sind weitaus mehr als nur Speer. Stimmt. Wir sollten uns bereit machen. Ich bleibe hier oben. Von dieser Position aus kann ich jede Menge Schaden anrichten. Und Sie machen das, was Sie am besten können. Wie in alten Zeiten, Shepard. Heizen wir den Mistkern mit allem, was wir haben. Ich hatte übrigens eigentlich geklickt. So, mal gucken, ob... Ah ja, warte mal, ich will die schwere Waffe noch testen. Dürfte ja hier eigentlich gut was bringen. Ich hab sie! Erwischt! Yo! Das Ding ist ja cool. What? Okay. Ja, nett. Warum, dass das Ding dann auch noch explodiert? Und wo sind die Scharfschützen? Das Organtrauma. Gute Reise. No way! Daneben. Wie bitter. Was für eine herrliche Position. Er hat mich nicht mal kommen sehen. Aber wie geht langsam die Munition aus hier? Einen Moment.
gehört mir. Hallo, Raketenwerfer geht gar nicht. Einer mehr, um den wir uns sorgen müssen. Dieser Schrei! Oh mein Gott! Okay. Einer ist erledigt. Eclipse-Söldner haben es ins Innere der Basis geschafft. Ja, ballen wir das Ding hier mal ganz kurz dahin. Nehmen die Schrotflinte und schmeißen die Drecksäcke mal wieder schnell aus der Basis raus hier, ne? Ist nämlich, glaube ich, eh nur einer. Okay, das war's schon. Uff. Wenn man will, dass was ordentlich erledigt wird. Also gut, zeigen Sie mal, wie Sie damit fertig werden, Agent. Hahaha. Ja, aber das schwere Mech. Das Problem müsste sich eigentlich von selbst lösen. Ach ja, ich gehe mal kurz ein bisschen looten, solange der beschäftigt ist. Ich glaube, das meiste haben wir hier schon gelootet. Eclipse-Söldner haben es ins Innere der Basis geschafft. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Ja. Ja. Der hält sie aber nicht gut auf, der Bro, ne? Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm. Ziel hat sich getarnt. Alter, ist die Waffe crazy. Skaron, dankeschön für den Sub. Ich muss hier noch ganz kurz was ändern. So, dankeschön für 30 Monate, Mann. Oh, Jared ist das. Kann ich das Ding eigentlich auch so aufladen, außerhalb? Yep. Muss nur die Deckung verlassen. Obwohl, weißt du was, für ihn habe ich was Besonderes. Oh. Oh, das ist die Waffe geil. Es ist so falsch. Es ist so falsch, dass ich das Ding gut finde. Aber es macht viel Spaß. Ah. Von wegen vorbildlich. Wir müssen die Munitionskapazität von der schweren Waffe erhöhen. Es war ein hart erkämpfter Sieg. Wenigstens haben wir Jareth erledigt. Ich war schon seit Monaten hinter dem Bastard her. Warum waren Sie hinter ihm her? Er hat verdorbenes Izo im gesamten Citadel-Gebiet transportiert. Die Hälfte der Ware, die ich bei C-Sicherheit beschlagnahmt habe, kam von seinen Leuten hier auf Omega. Ich habe vor einer Weile eine große Lieferung abgefangen und dabei seinen besten Lieutenant erledigt.
Es überrascht mich nicht, dass er danach beschlossen hat, mit anderen Söldnern zusammenzuarbeiten. Es sind immer noch Bloodpack und Blue Suns übrig. Sollen wir versuchen, durchzubrechen? Vielleicht. Mal sehen, was sie vorhaben. Sie haben Verstärkung auf der anderen Seite. Und zwar ordentlich. Aber sie kommen noch nicht über die Brücke. Worauf warten die bloß? Was zum Teufel war das? Verdammt, sie sind in der unteren Ebene. Tja, irgendwann mussten sie ja mal ihr Hirn einschalten. Kommen Sie besser hier runter, Shepard. Ich halte die Brücke frei. Wir teilen uns in Zweiergruppen auf. Einer aus meinem Team bleibt hier. Sind Sie sicher? Wer weiß, was da unten auf Sie wartet? Jacob, bleiben Sie bei Garrus und halten Sie ihn am Leben. Wie Sie meinen. Ich bin allerdings nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. Danke, Shepard. Sie gehen jetzt besser. Wohin? Wie komme ich in den Keller? Gehen Sie eine Ebene tiefer. Die Kellertür ist an der Westseite des Hauptraums, hinter der Treppe. Sehr gut. Ich funke Ihnen Richtungsanweisungen, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie müssen schnell darunter. Ich weiß nicht, ob es einen Einfluss hat, aber ich lass jemanden hier. Er ist verwundert schon. Er hat eine Ewigkeit gekämpft, er braucht ein bisschen Unterstützung. Zudem ist es wichtig, dass Jacob checkt, dass die Menschen nicht die einzige wichtige Spezies ist. Jacob ist ja von Cerberus relativ überzeugt. Und ich möchte ihm eigentlich aufzeigen, dass die Menschen nicht die wichtigste Spezies ist, sondern wenn es andere intelligente Lebewesen gibt, dass auch andere intelligente Lebewesen genauso eine Daseinsberechtigung haben wie die Menschen. Aus diesem Grund möchte ich ihn eigentlich mal hier lassen. Unseren Salarianer dabei zu haben, dürfte eigentlich vollständig ausreichen. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja. Shutdown abgeleitet. Ich habe ihn noch erwischt. Sturmgewehr ist gut. Finden Sie die großen Alternativen. Ja. Das bedeutet fortfahren. Ja, der letzte Speicherpunkt. Was will ich denn machen, wenn ich zweimal so gestunt werde? Dann kann ich ja nicht zurück. Hat aber wichtig, wenig Muni. Gut, dass es war. Es ist eher Neustadt, ja, fortfahren. Das ist was Persönliches. Ja, aber what? Da kommen Sie.
Er hat mich zurückgebracht, Mr. Ja, ich wollte ja eigentlich zurück, aber ich war halt die ganze Zeit stunned. Er ist noch explodiert, ich hab's noch gehört. Ist gar nicht anstrengend, hier die ganze Zeit drüber zu springen. Nein, nein, das wollte ich nicht. Weißt du was, ich nehme die Schrotflinte mit. Ja, ich muss die Rüstung wechseln, dass ich auf allen Waffen 10% mehr Munition habe. Das dürfte nochmal ordentlich was ausmachen, munitionstechnisch. Wir haben Feinde auf der Brücke, aber wir halten die Stellung. Okay, das wird nichts auf die Distanz. Ich kümmere mich um Archangel. Gehe jetzt runter. Oh, jetzt wäre es perfekt. Kann ich nicht die Waffe wechseln? Okay, ich habe eigentlich in allem nichts mehr drin. Wenn wir mal kurz warten, bis meine Schilder und so wieder aufgeladen sind. Habe ich nicht gerade Muni gekriegt? Aber irgendwo ist noch was. Ich höre es unten. Da habe ich mich verhört. Als ob ich hier noch überall rumrennen darf. Aber nicht mehr in den einen Raum? Harte Kerle. Aber ich habe schon Schlimmeres erlebt. Und wir haben Garm und sein Bloodpack ausgeschaltet. Der Tag wird mit jeder Minute besser. Das war ein wirklich zäher Bursche. Sie haben schon mal gegen ihn gekämpft? Ja, einmal. Hab ihn allein erwischt. Keiner von seinen Jungs konnte ihm helfen. Trotzdem konnte ich ihn nicht besiegen.
Noch nie habe ich einen Kroganer gesehen, der sich so schnell regeneriert. Eine Laune der Natur. Er hat nicht aufgegeben, bis seine Watcher aufgekreuzt sind. Es war knapp, aber ich musste ihn gehen lassen. Diesmal nicht. Nur die Blue Suns sind noch übrig. Wir sollten es riskieren und uns den Weg freikämpfen. Sie haben vermutlich recht. Tarak hat die härteste Einheit, aber wir sind schon mit Außerdem wird er nicht erwarten, dass wir ihn von vorne angehen. Achtung! Verdammt, ich dachte, das Ding hätte ich bereits ausgeschaltet. Ja, ich dachte, ich hätte ihn beschädigt. Sie haben ihn repariert, aber nicht ganz. Ja, mit ihr hätte ich noch reden können. Yenta. Ich glaube, sie wäre im anderen Raum gewesen. Holy shit, Cookie Killer. Cookie Killer, guck den Restream einfach, so wie wir das gemacht haben. Am Sonntag nach Release. Ja, passt schon. Ich kann hier die Treppe gut verteidigen. Auch wenn sie aufgeladen mehr Schaden macht, aber so kurz pieken, einen Schuss raushauen, wieder pieken, macht einfach mehr Sinn. Ist doch nicht tot, oder? Das war jetzt gerade recht. Wir schaffen sie hier raus, Garrus. Halten Sie durch. Funken Sie Joker an. Sie sollen bereit sein, wenn wir kommen. Wir sollten uns beeilen. Es sieht nicht gut aus. Commander, wir haben unser Möglichstes für Garrus getan, aber er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es?
Verdammt, Garrus. Sie waren schon immer hässlich. Ein bisschen Schminke und keiner merkt den Unterschied. Bringen Sie mich nicht zum Lachen, verdammt. Mein Gesicht wird sowieso nur mühsam zusammengehalten. Naja, es ist wahrscheinlich besser so. Sie wurden immer ignoriert und ich wurde getadelt. Höchste Zeit, dass Sie auch mal eine faire Chance bekommen. Offen gesagt mache ich mir mehr Sorgen um Sie. Cerberus, Shepard? Erinnern Sie sich daran, was für kranke Experimente die gemacht haben? Oh ja. Deswegen bin ich froh, dass Sie hier sind, Garrus. Wenn ich schon in die Hölle muss, hätte ich gerne eine Vertrauensperson an meiner Seite. Ihnen ist aber schon klar, dass ich dann auch in die Hölle muss. Genau wie in alten Zeiten. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir's mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. Ah, Garrus wieder dabei. Herrlich. Tut gut, ihn wieder da zu haben. Okay. Also,